Mein Name ist Wolfram Ortner. Ich begrüße Sie zu Inside World Spirits, zum heutigen Thema Gin-Holz bzw. Gin-Holzfass gelagert. Habe ich einen Experten aus der Steiermark eingeladen und ich begrüße heute bei uns Wolfgang Thomann, der ganz ausgezeichnete Gins seit sehr langer Zeit produziert. Wolfgang, servus, schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe gesehen, seit 25 Jahren brennst du, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du seit 25 Jahren Gin brennst. Nein, Gin brenne ich seit ungefähr 5 Jahren, aber vor 25 Jahren habe ich eine kleine Landwirtschaft gekauft und da war eine kleine Brennerei dabei. Und die haben wir dann aktiviert und habe einfach angefangen, unter Abfindung Schnäpse herzustellen, was halt bei uns am Grund gewachsen ist. Aber hast du irgendwie vor 5 Jahren einen geistigen Blitz erfahren oder wolltest du vor der Gin-Zeit sein, vor dem Gin-Trend oder bist du da schon mit auf den Zug aufgesprungen? Das war reiner Zufall. Meine Kinder waren in dem Alter, wo sie halt beginnen, Alkohol zu trinken und Gin ist gerade im Kommen gewesen. Sie haben gesagt, Papa, mach mal einen Gin. Das war der Beginn sozusagen. Ja, es ist eine tolle Geschichte, wenn Kinder gleich mit so Top-Produkten sensorisch weitergebildet werden. Aber was war eigentlich deine Philosophie für einen Gin? Ich habe einmal versucht, straight und knackig zu sein, also vom Design als auch vom Inhalt. Das war mir das Allerwichtigste, also keine ausladenden Sachen zu machen, sehr viel Wacholder, weil das meinem persönlichen Geschmacksempfinden entspricht. Eigentlich müsste die heißen, mein Sohn, der liebt Design und ärgert mich immer wegen deinem Flaschendesign, wegen deinem Namen, Est und alles. Bei uns ist alles ein bisschen anders, bei dir ist alles puristisch. Wie kommst du allein auf den knackigen Namen Est? Das war eine Schulkollegin von meinen Kindern, die hat Design studiert und die war so freundlich, hat sich unserer Sache angenommen. Und ich wollte einfach irgendeinen Namen haben, der einerseits bodenständig ist und andererseits, man weiß ja nie, wohin die Reise geht, dass es auch internationalen Ansprüchen genügen könnte. Und das war ihr Vorschlag, ihr erster Vorschlag. Aber ich meine, das Design ist wirklich top, ist puristisch. Ich meine, über Design kann man immer streiten. Aber der Name Est? Es bezeichnet mehr und nicht weniger als auf Südsteirisch die Äste. Und nachdem alle unsere Produkte oder Zutaten für den Gin Äste oder Wurzeln sind oder auf Ästen wachsen, war das eine runde, schlüssige Sache für mich. So ein schönes Konzept, eine schöne Geschichte. Reden wir über dein neuestes Produkt, Gin Reserva bzw. der holzfassgelagerte Gin. Ja. Warum machst du das? Ich war immer Fan von holzgelagerten Spirituosen, ob das jetzt ist eine Zwetschge, alte Zwetschge oder so. Und wir haben von Beginn an gleich angefangen, Gin ins Holzfass zu geben. Ich habe ganz am Anfang bei unserem allerersten öffentlichen Auftritt ist der Bernard Seup, das ist der Chef der Tonnellerie Raymond aus Frankreich, vorbeigekommen, hat den Gin gekostet und hat gesagt, er hätte ein Fassel dafür. Ein passendes. Also was für Holz? Ein Vogesen, eine Vogeseneiche. Ja. Er hat gesagt, die ist schön mineralisch, die wird sich super ergänzen mit unserem Gin. Habe nicht lange gezögert und ein Fassel bestellt und seitdem tun wir jedes Jahr ein Jahr in ein neues Holzfass. Single Barrel? Ja. Und dann habe ich es weiter gelagert, ein weiteres Jahr in einem gebrauchten Rumfassel von den Tres Hombres. Das ist so eine steirisch-holländische Partie, die Rums aus der Karibik importieren. Ein spannender Teil von Inside World Spirits sind die Botanicals. Was sind eigentlich Botanicals? Einfach erklärt, getrocknete Kräuter und Gewürze zur Heilwirkung, die man natürlich für Spirituosen perfekt verwenden kann, die man auch in der Küche perfekt verwenden kann. Und ich habe das Glück, einen langjährigen Bekannten, der mit dem World Spirits Award über die Academy sehr eng verbunden ist, Patrick Altermatt aus der Schweiz, für dieses Projekt, dass ich das Glück hatte, ihn zu gewinnen. Patrick, schön, dass du bei mir da bist. Schön, dass du mit mir viele Folgen abdrehen wirst. Patrick, du bist ja Schnapsbrenner und hast natürlich mit dieser Materie auch immer zu tun. Ja, Wolfram, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe auf verschiedenen Ebenen damit zu tun, beruflich als Schnapsbrenner im Nebenberuf und da als insbesondere für Bitter, Gin und zum Aromatisieren. Wir haben ja da so eine Kräuterampel,
Das heißt, wir werden natürlich die ganzen Botanicals, die du erklären wirst, auch daraufhin prüfen, ob sie für Bitter, Elixiere, Gin oder Absinth geeignet sind. Ich würde sagen, starten wir gleich einmal mit dem ersten Kraut, das du da hast. Was hast du uns da mitgebracht? Genau, ich habe mitgebracht Fenchel. Wir verwenden nicht das Kraut, sondern primär den Fenchelsamen. Den Samen habe ich hier. Die Pflanze ist noch ganz jung. Die ist jetzt im Beginn, treibt dann aus, wird später eine Dolde bilden. Eine Dolde wie Anis, wie Dill, wie Kümmel. Das kennt man von der Form her. Und die Samen, die man daraus gewinnt, die brauchen wir für die Weiterbearbeitung. Ich habe gesehen, bei irgendeiner Dokumentation ist es recht spannend. Ich glaube, mit Beaumont wird der wilde Fenchel auch angepflanzt und da werden die auf dem Markt die frischen Wurzeln verwendet. Das heißt, der wilde Fenchel ist sehr begehrt. Aber was mich auch interessieren würde, wir sind ja da auf 1000 Meter, ist eigentlich winterfest, kann ich den da anpflanzen? Den kannst du anpflanzen. Wir haben in den letzten Jahren sehr milde Winter gehabt. Das heißt, er überlebt das. Wie das weitergeht, wissen wir nicht, ob das wärmer wird allgemein. Die Pflanze an und für sich, die kommt ja aus dem vorderen Orient, also aus wärmeren Gefilden, ist dann aber sehr früh, schon im Mittelalter, eingeführt worden, hat man kultiviert in den Gärten der Klöster und das heißt, die sind bei uns schon fast heimisch. Was ist eigentlich der Inhaltsstoff und die gesundheitliche Wirkung, die positive? Ja, der Inhaltsstoff Er schmeckt süßlich und schön. Ist Anethol zum Hauptteil. Das kennt man vom Anis. Ja. Das ist über 80% der Öle, der Inhaltsstoffe, sind das gleich. Wenn man das so verdünnt, dann wird es ja trüb. Das ist ja das genau. Anethol. Das ist ganz genau der Effekt dann, der zum einen gewünscht ist. In den einen Absen zum Beispiel ist das gewünscht. Ansonsten haben wir das nicht so gern als Brenner, dass es Trübungen gibt im Destillat. Wenn man jetzt sagen würde, schauen wir auf die Kräuterampel, für was wäre jetzt eigentlich der wilde Fenchel geeignet? Ist er für Bitter geeignet? Ja, die meisten Botanicals sind sicher für Gin geeignet. Ja. Gin habe ich heute jede Variation. Gibt es Gins mit 3 Botanicals, gibt es Gins mit über 60 Botanicals. In den meisten kommt er auch vor. Sicher aber auch für den Absinth. Ah ja. Ist er auch geeignet. Ich könnte ihn auch als Elixier verwenden. Die Pflanzen von der Qualität her sind je heller, je grüner, umso besser, umso wirkungsvoller, umso qualitativer. Die Hildegard von Bingen, um auf das Elixier zurückzukommen, hat das ja auch als Elixier genutzt, gegen Augenleiden primär. Spannend. Wie weit das heute nachgewiesen ist. Auf alle Fälle, man muss dran glauben. Man muss dran glauben. Aber ich glaube, dass der wilde Fenchel, wenn wir jetzt wieder auf die Kräuterampel zurückgehen, auch für Bitterprodukte sehr gut geeignet ist, weil er praktisch das Pendant, das Süße zu dem Bitter eben ist. Deswegen glaube ich, dass die Kräuterampel mit allen 4 Möglichkeiten voll aufleuchtet. Richtig. Dass der wilde Fenchel eigentlich ein Allroundler ist, der für alles geeignet ist. Das kann man so sagen, ja. Also, wenn ich da so, Entschuldigung, auf das Brett schaue. Ja. Was hast du da mitgebracht? Das ist ein italienischer Salami mit Fenchelsamen. Die sieht man da ganz klein eingeschnitten. Ja. Die ist eine Spezialität aus dem Piemont und das zeigt auch in Italien, dass sehr viel mit dem Fenchel gekocht wird. Diese Spezialitäten, du hast es vorher schon erwähnt, auch mit den Wurzeln, sind dort verbreitet, werden dort auch sehr stark gefördert, haben eine Tradition. Wolfgang, jetzt kriegen wir einen hübschen Gast. Fein, freue mich sehr. Hallo. Hallo. Servus, Adriana. Schön, dass du heute bei uns bist. Danke für die Einladung. Wir kennen uns ja schon länger. Warum? Ja, wir haben ein kleines Restaurant und dadurch haben wir eigentlich einen engeren Kontakt miteinander. Ich kann es dir ja sagen, ich bin sehr gerne oben. Sie machen perfektes Fleisch. Flanks sehr zu empfehlen.
Aber der Adriana ist ja heute da, um uns nicht den Speisezettel zu erzählen, sondern sie hat ein paar Fragen. Genau, was mich eigentlich immer interessiert hat, ob die Holzlagerung die Aromatik nicht zerstört? Na, sie zerstört sie aus meiner Sicht nicht. Sie wertet sie sogar auf und verändert sie natürlich. Also wir haben einerseits durch das neue Holz haben wir natürlich den Vanille und den rauchigen Ton reinbekommen in den Gin, haben das dann aber ein weiteres Jahr gelagert in einem gebrauchten Rumfass und dadurch haben wir diese würzige Note dazu gekriegt. Also jetzt zu den kräutrigen Noten vom Gin kommen jetzt aromatische und rauchige Noten dazu vom neuen Fass und eben das vom gebrauchten Rumfass. Also ich finde, das ist eine sehr runde Sache. Und ist er eigentlich zum pur zu trinken oder eher zum Mixen? Er war von vornherein geplant, pur zu trinken, also in der gleichen Liga wie alle anderen Schnäpse. Das ist jetzt ein guter Cognac oder auch natürlich ein Whisky, dass man eventuell eine Zigarre dazu raucht. Aber ich war heuer in Düsseldorf auf der Weinmesse und dort habe ich immer die Gelegenheit gekriegt, seit Jahren schon meine Sachen zu präsentieren und dabei eine Partie Italiener. Und die haben mir gesagt, es passt jetzt sehr gut zu einem kräftigen Wermut. Also sie haben vorgeschlagen, den Formula Antica, also einen der bekanntesten Wermuts Italien, um dadurch einen ganz speziellen neuen Martini-Ort zu kreieren. Weil du gerade von Wermut redest, ich glaube, der nächste Trend wird Wermut. Ich glaube, der erlebt ein Revival. Aber wir bleiben natürlich jetzt einmal beim Gin Holz. Ich würde sagen, Gin Holz ist wirklich eigentlich ein Konzeptprodukt da, oder? Absolut. Weil es eine Symbiose, weil es eine Fusion und von Gin und von Holz ist. Bevor wir die Produkte zerreden, zerpflücken wir sie lieber sensorisch. Ich würde sagen, ein Gin-Holz soll eine perfekte Gin-Basis haben. Da würde mich jetzt interessieren, verwendest du als Gin-Basis einen London Dry Gin? Unseren klassischen London Dry. Also ganz das normal, nur natürlich höher in den Prozenten, aber sonst ist es völlig gleich. Ich sage, es ist ein perfektes Konzept, weil normalerweise werden Gin oder Distilled Gin verwendet, die haben sicher nicht die qualitative Basis, wie es dein holzfassgelagerter Gin hat. Aber probieren wir es einmal, riechen wir es einmal und beschreib du bitte selbst deinen Gin. Boah, das ist ein Wachola-Zitrusnosen, unglaublich. Wie du sagst, es ist vordergründig nach wie vor der Wacholder, was mich sehr freut. Aber es ist dann dicht gefolgt, kommen schon in der Nase die Lageraromen, zuerst einmal vom neuen Holzfassel. Und sobald man es auf den Gaumen kriegt, kommen dann die Töne vom gebrauchten Rumfassel dazu. Diese schönen Würzenoten, da ist in dem Fassel ist 20 Jahre lang rumgelagert gewesen und da haben wir dem Gin noch eineinhalb Jahre gegeben. Hast du das probiert, Adriana? Du hast neues Holz verwendet, das französische Vosges. Ja. Du hast komplett in der Abfolge von Aromatik das Vosges, das frische, harte, trockene Holz. Genau. Und danach, so zum Schmeicheln, das Rumholz. Es ist unglaublich. Wie viel Prozent hat der? Ne? 48. Er hat natürlich Kraft ohne Ende, Aromatik. Das ist eine perfekte Explosion am Gaumen. Unglaublich. Also, es ist immer so beim Verkosten. Produkte spuckt man normalerweise aus, aber ja, wenn sie perfekt sind, muss man mal einen Nipper. Nur kurz. Sehr kurz. Danach bleibe ich lang, deswegen braucht man nicht viel. Lernen wir das einmal aus, gehen wir zum nächsten Produkt. Die nächsten zwei Produkte kommen aus Deutschland. Von der Clara Hofdestillerie in Flensburg, direkt beim Hafen. Ist ein ganz markantes Gebäude. Da wird eben die Clara Hofdestillerie betrieben. Und das ist jetzt ein Gin, der in Grand Marnier-Fass gereift wurde. Volumenprozent hat das Ding 42%. Ganz eine liebe Familie. Chemiker, der ein großes Ziel immer war, eine eigene Brennerei zu haben. Und seit, ich glaube, 5 oder 10 Jahren betreibt der Andreas Mikkelsen, so heißt er, mit seiner Frau gemeinsam die Brennerei. Ist wirklich ein super Betrieb. Probieren wir nochmal das Produkt. Das ist ein Dry Gin. Ist natürlich von Aromatik wesentlich anders als deiner. Ist es einmal sehr kräutrig in der Nase. Jawohl. Also typisch Gin. Beschreiben du? Hab ich ein bisschen rein? Es ist ein sehr schöner komponierter Gin, finde ich. Und
Es kommen aber ganz leicht durch diese orangigen Noten vom Grand Marnier, finde ich. Und das ist einmal in der Nase eine perfekte Kombination. Das ist ein super Schnittpunkt auch. Das heißt, die Zitrusnoten, das Orange mit dem Orange-Forst von Grand Marnier, hat natürlich nicht die Holz, die Holzdominanz, was dein Produkt hat. Ja. Ist wahrscheinlich auch nicht gewünscht in dem Ausmaß. Aber immer Konzeptfrage. Ja. In der Aromatik kommen recht viel kräutere, grüne Maholaromen. Das Zitrus ist eher ein bisschen im Hintergrund. Genau. Aber trotz alledem, Maholder steht da, so wie es sein soll. Genau, das ist wirklich sehr gut, ja. Sehr schöne Basistöne, was Zitrus angeht, oder Kopftöne, Entschuldigung, was Zitrus angeht. Und was das Produkt auch hat für den Volumenprozent, irrsinnig viel Kraft, es ist kompakt, es ist dicht. Es kann vielleicht ein bisschen länger sein, aber sonst ist es ein ausgezeichnetes Produkt. Und jetzt habe ich für euch noch ein deutsches, ein weiteres Produkt vorbereitet. Nur, es machen auch andere schönes Design. Die Firma heißt Wien Spiel. Und das Besondere an deren Produkten ist, dass sie als Grundalkohol selbst angebaute Kartoffeln verwenden. Das heißt, alle Produkte, die sie herstellen, ob das jetzt ein 3-Gin ist oder ein Slow-Gin oder wie immer, oder eine Gin-Reserve, ist die Basis immer Kartoffel. Mhm. Muss natürlich reiner Alkohol sein, muss ja oft destilliert werden, aber schauen wir mal an. Ist auch aromatisch, ist auch schön, aber ist wieder anders. Eine sehr kompakte Nase. Sind drei völlig unterschiedliche Produkte, muss man sagen. Das ist ja das Schöne, oder? Die Vielfalt. Da ist natürlich auch der Gin im Vordergrund, aber es ist dann dicht gefolgt doch die Holzaromatik auch dabei. Aber beides zusammen sehr kompakt arrangiert. Ja. Sehr gut. Nehmen wir es einmal im Mund, schauen wir mal, wie es der Geschmack ist. Hinten noch sehr knackig, gefällt mir gut. Also ich habe gerne knackige, knappe Sachen, das ist wirklich ausgezeichnet. Über was redest du? Über einen Gin hoffentlich. Nach wie vor sind wir beim Gin. Das war die Art. Nein, es ist ein total kerniges, knackiges Produkt. Und so kompakt wie der Duft ist, so kompakt ist auch der Geschmack. Es ist die Holzaromatik und die Botanical-Aromatik perfekt verbunden. Gut. Und das Produkt hat auch sehr, sehr viel Kraft. 49,3 Alkohol. Okay. Ein wunderbares Finale, ein wunderbares Ende. Füllt den ganzen Kamin, ja. Wir sind leider auch schon wieder, Stichwort Ende, am Ende unserer heutigen Folge. Ich danke euch beide, dass ihr zu mir gekommen seid. Es hat echt Spaß gemacht. Auch hat es Spaß gemacht, so Produkte zu verkosten. Bei Ihnen möchte ich mich auch recht herzlich bedanken fürs Zuschauen. Und es wäre schön, wenn Sie das nächste Mal, wenn es wieder heißt Inside World Spirits mit Wolfram Ortner dabei wären. Danke, schöne Woche. Tschin, tschin. Danke nochmal, bis zum nächsten Mal.